Jo, jetzt mal eben zurück. Die ist schon wieder reif. Und da sitzt schon wieder so ein... Haha. Die Muttererde, die macht's. Ja. So, eben die Kartoffeln einsammeln. Ach, ist schon wieder finito. Ja. Ich schmeiß die mal hier alle dazu. Ich weiß nicht, was wir aus Karotten machen können. Wir haben bald eine Kiste voll. Wir müssen mal andere Kisten bauen. Also diese Modpack-Kisten für was weiß ich. So, das ist alles bis... Naja, nicht bis hinten. So. Dann machen wir hier mal... Drei brauchen wir. Cantaloupe. Seeds. Dann... Na, die tun wir mal dahin. So. Zack, zack, zack. Und die Reihe ist voll. So, und hier haben wir Erdbeeren. Erdbeeren? Erdbeeren. Ich glaube Erdbeeren, ne? So, dann soll das auch soweit, hoffe ich, reichen. Wir machen hier uns mal ein paar Strawberry-Dinger. Und setzen die mal... Oh, ein ganzes Feld Erdbeeren. Top, oder? Ha? So... So, machen wir uns nochmal genügend und ja, ich würde dann eine Kiste oder einen Schrank oder irgendwas bauen, also hier haben wir Erdbeeren und dann kommt, irgendwo kommt eine Kiste hin, die dann schön sortiert ist. So, hier, die sind voll, das ist Cucumber, also Gurke. So, jetzt machen wir hier mal. Erwachsen, 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 erwachsen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So, was haben wir jetzt hier für einen Käse? Die komischen Dinger können wir wegbringen. Ich brauche eine Kiste hier vorne. Irgendeine große. So, wo haben wir unseren Kram? Ich glaube, hier drin, ne? Nein, natürlich nicht. Hier drin. So, Cantaloupe. Und was hat man noch? Strawberry. So. Jetzt bräuchten wir Brokkoli. Brokkoli? Lettuce? Brokkoli. Ja, gut, egal. Wir haben. Was haben wir denn noch hier drin? Ah ja, Kartoffeln. So, 16 Kartoffeln. Da rein. Ich komm hier mit den Kisten irgendwie. Ja, überhaupt nicht klar. So. Jetzt machen wir hier die raus. Und davon machen wir mal die Hälfte rein. Und hier tun wir auch noch Kartoffeln rein. So, Kartoffeln. Alter. Ich bin so ein blöder Honk, ne? Ach ja. Etwas verwirrt heute. Macht aber nichts. Gibt Schlimmeres im Leben. So, Kartoffeln. Die waren hier drin. Kartoffeln. Zack. So, und hier haben wir die. Moment. Dann Brokkoli. Samen. Die können wir... Warte mal, wo war Brokkoli? Hier. So. Flop, 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 flop. Brokkoli. Die setzen wir einfach jetzt hier mal überall hin. Hm? So. Noch mehr Brokkoli. Jawohl. So. Und dann haben wir nämlich hier Ruhe. Und sind auf der Seite schon mal fertig. So, jetzt haben wir hier. Hier ist noch einer. Moment. Hier haben wir Lettuce. Zack, zack, zack. Und dann haben wir auch gleich. Moment. Salat. Den kann man dahin machen. Und dann setzen wir hier Salat. So cool, wie wir es können. Wir hatten da hinten auch noch Salat, ne? Brokkoli, Brokkoli. Okay. Moment. Ne, Brokkoli war hier. Hier war Brokkoli. Brokkoli, Brokkoli. Brokkolisaat. Sollen wir die hier hin tun? Ne, die Saat tun wir woanders hin. Gut. Da hinten hatten wir auch noch Salat. Ja gut. Ein bisschen laufen kann nicht schaden, ne? Da.
Oh, Alter. So. Wir haben hier noch Brokkoli. Den können wir schon mal mitnehmen. Wir haben hier Salat. Dann die Brokkoli-Seeds. Leek, Zucchini, Coffee können wir auch mal. Da kommt ein Feld mit Kaffee, auf jeden Fall. Kaffee kann nicht schaden. Ja, mitten in einer Nacht, ihr habt's gehört, ein bisschen Real Life hat uns gestruckt. Ich gehe schnell ins Bettchen. Der Postbote hat geklingelt. Wenn der Postbote dreimal klingelt oder zehnmal, ja, gut, ihr habt's gehört, Klingeling. Ja, ich bin hier die Postabgabestelle heute geworden für Pakete für Nachbarn. Und ja, gut, der hat sich wahrscheinlich durch sämtliche Türen hier klingeln geklingelt und an sämtlichen Türen Klopf-Klopf gemacht. Und ja, da ich heute an einem normalen Werktag frei habe, ja, wurde ich auserwählt. Ja, deswegen, also ich sorg normal schon dafür, dass hier so Handy und alles nicht so klingelt. Aber manchmal, ja gut, ihr kennt das, lässt sich das nicht verhindern. Ne? Also man muss manchmal einfach erreichbar sein. Und ja gut, ne? Das ja, stört ja jetzt auch nicht so dermaßen. Ne? Also das macht ja jetzt nicht so. Ja, gut, also wir haben da hinten gestoppt und ich wollte, warte mal, eine Kiste. Wollte ich eine Kiste mit? Ja, gut. Ich glaube, ich wollte eine Kiste mitnehmen, ne? Ich glaube, Holz war hier. Machen wir mal eine Doppelkiste. Doppelkiste? Ja, Doppelkiste. Die schmeißen wir mal. Genau, die schmeißen wir mal auf den Weg. Brokkoli. Hier haben wir noch Salätchen. Dann können wir. Warte mal, passt hier noch eine? Nein, passt hier keine mehr hin. Die machen wir mal irgendwo hier in die Gegend. Moment. Hier vorbeikommen. Also mittlerweile geht's hier gut ab, ne? Mit der Melone. Hey, Melone. Ich stell die mal. Ja gut, da kommen wir in die Quere mit irgendwas. Ich mach die jetzt einfach mal hier hin. Ja? Und da machen wir unsere komischen Seeds rein. Also die. Ja. So, bla bla bla. Ach, ich bin ein Idiot. Salat halt. So, wir haben hier Salat. Den machen wir mal. Ich hoffe, man kann nachher ganz viele leckere Sachen, Salate machen. Auch da draus. Das Feld ist voll. Wir haben hier, was haben wir hier eigentlich gesetzt? Soybean. Ach ja, Soja wollten wir ja hier verarbeiten. Und Soja wächst hier scheinbar nicht ganz so prickelnd. Wir haben hier vier neue. Die schmeißen wir mal dazu. Vielleicht liegt es auch am Licht hier durch diesen Hügel, dass das hier nicht genug liegt. Nee, Quatsch. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir haben. Warte mal. Also, was brauchen wir? Wir brauchen Bundle of das. Wir brauchen also so ein Ding, um gute Dings da herzustellen. Und daraus können wir dann, wie gesagt, fahren die, den und daraus den Rucksack, wenn ich das richtig hatte, ne? Okay. Das, ja gut, wir machen das jetzt mal. Heißt, ich würde jetzt mal hier die Dinger so verteilen und hätte einen. Okay, gut. Das ist natürlich jetzt nicht so. Ja gut, wir machen mal ein bisschen großflächiger hier die Aktion. So. Da ist noch ein bisschen wenig Zeug. Dann machen wir mal alle raus, die wir haben. Den dahin. Da ist nur einer. Da sind neun. Dann machen wir mal so. Da tun wir mal zwei hin. Und noch.
irgendwas Sinnvolles und das. Das war's, ne? Also mehr haben wir, glaube ich, nicht mehr. Ne? So, einen noch. So, und jetzt stand da irgendein Käse von. Wo waren das? Fragezeichen? Nein. Beautiful is obtained by breaking fully bundled jute in order to extract the references fiber. Da stand doch irgendein Käse von. Warte mal. Wie macht man die? Ja, okay, aber wie stelle ich die? Irgendwas mit Wasser. Habe ich nicht irgendwas ins Wasser? Wo habe ich ihn drauf gemacht? Da. Nein. Die. Dann kommt Jute. Aus Jute kann ich die machen. Und die mache ich. Crafting. The Fiber, Jute, Bundle, Jute, References. War nicht irgendwo? Hm. Da kann ich hier draus machen. Okay. Ja, Moment. Was machen wir da draus? Nichts. Gut, das war klar. Ich glaube, ich muss die ins Wasser setzen. Das werden wir jetzt auch mal machen. Ich bin mir sicher, ich muss die umwandeln irgendwie, ne? So war das. Gehen wir nach vorne oder hier? Egal, Wasser ist Wasser, ne? Wir gehen mal hier hin. So, ich setze die jetzt mal hier ins Wasser. Und freue mich meines Lebens. Jo. Machen wir mal. Dann müsste das ja eigentlich schon hier. Irgendwie muss das ja funktionieren. Ja, ich hoffe mal. Zumindest, dass es funktioniert. So. Die sind 66% verrottet. Genau. Die müssen, glaube ich, verrotten oder irgendwas muss damit. Ich habe da vorhin. Ich weiß nicht mehr, wo habe ich das gerade. Ich habe irgendwie. Naja, gut, okay. Wir warten jetzt. Ne? Also, da ist eins. Der ist noch nicht fertig. So, und aus dem Schrott können wir jetzt. Genau. So, jetzt gucken wir nochmal hier nach dem. Rucksack. So, und dann brauche ich einfach so ein Ding hier rundrum von diesem Burlap. Und Burlap wird. Nein, Leder. Moment. Burlap. 4 so Jute-Fiber-Dinger. Und dann kriege ich einen Burlap. Und dann kann ich mir einen Rucksack machen. Das ist doch schon mal. Das ist eine Info. Da kann man mit leben. Fertig? Ja, fertig. Der ist noch nicht fertig. Ich glaube, die müssen. Eher nach unten als nach oben, ne? Ins Wasser oder. Ja, ja, wir werden es rauskriegen. Also beim nächsten Mal setze ich die, glaube ich, einfach mal ein bisschen weiter nach oben. Das scheint irgendwie besser abzugehen. So, und. Naja, wird sich zeigen. So, hier unten liegt noch Zeug. Hier liegt noch Zeug. Kann ich die wieder abbauen und dann nochmal setzen? Naja, egal. So, kann ich die auch hier basteln? Moment. So. Zack, zack, zack. Perfekt. 16 Burlap. Komischer Name. Burlap. Burlap. Ey, du bist doch eine Burlap, ne? So, 66. Naja, gut, egal. Da kommt nichts bei rum gerade. Die
Melone wächst gut. Ja, was haben wir hier jetzt noch? 30 von diesen Dingern. 54 von den Dingern. Und 8. So, Brokkoli haben wir hier, glaube ich, noch drin. Der war, glaube ich, was war das? Erdbeeren? Nee, Moment. Cucumber und Brokkoli. So, den schmeißen wir mal hier dazu. Ja, und dann sind wir schon mal im Dunkeln unterwegs hier. Fast. Ich guck mal eben, was hier noch passiert. Da ist wieder. Komm, geh kaputt. Hallo? Ah ja, okay, da hat's plopp gemacht. Ich glaube, dieses Ding hier baue ich mal eben wieder ab. Ja, ist ja gut. Richtig nicht auf, Junge. Kurz eben schwimmen gehen und schon. Ja, gut. Okay, wir gehen pennen. Weil das macht keinen Sinn. Jo, Schläfchen. Genau. Das machen wir jetzt. Gute Nacht, Leute. Jo. So, hier haben wir ein bisschen drin. Können mal. Wo lagern wir mal? Noch eine Kiste mit dem Melonen. Ja, gut, komm, wir machen das jetzt mal. Ich nehme mal ein paar Kissen mit. So, ein paar Kisten. Ein paar Kissen. Oh ja, ich lege mich jetzt erstmal hin. ja. Die können wir eigentlich dann mal. Ja, komm, wir setzen jetzt erstmal hier alles hin. Dann machen wir mal die rein. So, jetzt holen wir uns hier den restlichen Fiberkram hier. Diesen. Da unten ist fertig gewesen. Hier noch mehr? Nein, natürlich nicht. So, ich setze nochmal hier zwei Stück hin. Von diesen Dingern. Moment. So, und zwar. So, nein. Ein Magic durch die Gegend gehüpfe hier. So. Ich hoffe, dass die so. Null. Also, die müssen ins Wasser. Okay, also unter Wasser. So. Gut, dann machen wir das unter Wasser. So. Also mache ich den da und dahin. So, und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau. Wir gehen mal hier eben an die Workbench. Und da haben wir Jute Fieber. Das, es war. So und so. Genau. 16, 32 und. So, machen wir die auch noch halb. Dann haben wir ja noch einiges über. So, und jetzt können wir einen Rucksack bauen. Wow, cool. Ja. Ein Rucksack. Wir haben einen Rucksack. Okay, machen wir direkt noch einen. Komm. Zack, zack. Orange, die sind farbgroßer. Machen wir erstmal kleine oder? Naja, Moment. Ich versuche erstmal rauszukriegen, wie. Ja, okay. Das versuchen wir erstmal rauszukriegen. Moment. Erstmal gucken, wie ein großer geht, weil ich brauche einen großen. ja, braun, egal. Wie geht großer, brauner Rucksack? Werkbankrucksack. Was ist das denn? Shift für Tier 3 Slots benutzt. Hä? Tja. Ich verstehe es nicht ganz, von daher. Machen wir den vielleicht so.
Okay. Ich dachte, hätte ja sein können, kleiner in den großen und drumherum mehr bauen, dann. Ja, komm, nehmen wir erstmal die. So, drei Rucksäcke. Drei reichen erstmal. Komm. Mal nicht übertreiben, ne? Also ich würde sagen, drei Stück, komm. Ich gucke jetzt erstmal in einen rein, wie groß die sind. Also Rucksack. Yeah, funky. Das ist cool. Kann man Rucksack in Rucksack? Moment. Rucksack in Rucksack geht also nicht. Das ist schlecht. Das wäre jetzt cool gewesen. Also Rucksack in Rucksack wäre schon gar nicht schlecht. So. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bringen wir mal eben Kram weg. Wir können noch mal, haben wir noch Kisten dabei? Ja, wir haben noch Kisten. So, Moment. Und zwar hier neben können wir mal, ich muss direkt hier neben. Wir kommen irgendwann durcheinander, ne? Was haben wir hier? Okay. Kann nichts. Cantaloupe. Ja, komm, ich stelle die jetzt einfach mal hier neben. Und da hauen wir hier unseren ganzen Code rein. Das ganze Zeug. Dann, Eisenschwert. Ja gut, das packe ich jetzt mal dahin. Ich weiß gar nicht, was war. Ja, wir müssen mal Platz machen. Also, das dahin. Das hierhin. Und das dahin. So. Jetzt haben wir hier. Machen wir erstmal diese auf. Dann die. Was haben wir noch hier? Noch so eine Hacke. Und noch so eine Hacke. Kartoffeln. So, ein Rucksack. Zwei Rucksäcke. Drei Rucksäcke. Also die brauchen wir jetzt eigentlich noch gar nicht. Ja? Die sind eigentlich für unsere erste Tour gedacht. Wie gesagt, habe ich ja vorletzte Folge, glaube ich, schon gesagt. Ich möchte auf Tour gehen. Und wir werden auch nochmal diesen Weird Professor einen Besuch abstatten. Und aber ansonsten überall rumlaufen und alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ja, also das habe ich ja schon vor einigen Folgen mal, ja, erwähnt. Ich möchte so viele Biome sehen wie möglich. Dazu gibt es einen Atlas. Das habe ich ja auch vor längerer Zeit schon gesagt. Deswegen, ja. Das werden wir so machen. So, die tun wir mal hier hin. Ja, die brauchen wir erstmal auf. Die Gartenhacke. Die ist auch über Edelgras. Eelgrass. Ach, Aal? Aalgras. Naja, gut. Egal. Wir haben hier Marble und irgendeinen anderen Kram. Zu viel zu essen. Passt aber. So, direkt mal wieder ernten hier. Genau, und da war die Kiste für den Kram, also rein damit. So, Mutter Erde brauchen wir im Moment, glaube ich, nicht. Deswegen mal irgendwie. Hallo? Nein, will er nicht. So, dann gucken wir mal hier rein. Kiste tun wir da zurück. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Zu viel zu essen macht unglücklich. Also heißt, wir nehmen einfach mal hier ein paar Sachen raus. Das soll reichen. So, Rucksäcke. Wir haben hier, glaube ich, Ausrüstung, ne? Ja, genau. Wir haben da noch ganz viel Zeug hier, ne, am Start. Ja, da gucken wir mal. Was brauchen wir? Einen Zaun? Brauchen wir im Moment auch nicht, ne? Dann können wir mal wegtun, dann haben wir nicht so viel Zeug dabei. Wir brauchen aber grundsätzlich mal wieder, was haben wir denn noch? Eisen? Okay, ein bisschen haben wir noch. Ja. Da war Steinkram, ne? Ich guck mal, ob wir da
Davon haben wir was. Den haben wir auch. Das kann in den Komposter. Jute-Stock behalten wir. Das müssen wir mal. Kann man die anpflanzen? Und ich muss mal eben gucken. Man weiß es nicht. In der Nähe vom Wasser. Nein, natürlich nicht. Dann ins Wasser. Auch nicht. Kann man die... Nein, gut. Dann ab dafür. Weg mit dem Mist. Da rein. Das brauchen wir nicht. Burlap. Kommen wir mal zur... Genau. Machen wir mal hier zur Ausrüstung, oder? Ja, genau. Das passt soweit. Die Hacke. Ja, wir machen erstmal... Die Hacke können wir zu dem Zollkram. Genau, das machen wir. Ich versuche hier gerade alles krampfhaft so ein bisschen zu ordnen. Ja, ihr hört's. Ja, kann ich und doch nicht und... Ne, also... Ich versuche gerade so ein bisschen System reinzubringen hier in die ganze Sache. Ich hoffe, mir gelingt das soweit erstmal. So, dann sind wir hier schon mal. Genau, den Kram bringen wir nochmal eben weg. Plop, plop, plop. Sehr gut. Und hier haben wir wieder... Na ja, komm, hier. Pfeifen, Dings da, Schnickschnack. Zack, zack. Passt das hier rein? Nein. Was? Okay, will nicht. Da haben wir wieder von dem Kram. Wir haben hier Soil. Und die Hacke packen wir einfach mal hier mit rein. Ne? Die Gartenhacke. Ach ja, Mensch, die Zeit fliegt, ne? Und wir können schon wieder pennen gehen. Ja, das ist echt ein Rhythmus hier vom Feinsten. Ja, gute Nacht, ne? Wie immer, schlaft schön und träumt was Süßes oder auch was Saures. Ja. Gut. Can be found in the Cactus Grass. Ja, egal. Wenn es sich nicht kompostieren lässt. Dann auf Wiedersehen. Naja, egal. So, jetzt gehen wir mal da hinten an die Arbeit. Ich habe ein paar Kartoffeln noch am Start hier. Und ja. Und hack jetzt mal hier den Rest einfach rum. Weil das macht keinen Sinn so. Und zwar, genau. Wir machen jetzt einfach weiter. Dauert natürlich länger, klar. Kennen wir ja schon. Marble ist irgendwie weicher Stein und hier dieser Granit, dieser schwarze, der ist natürlich etwas härter. Aber gut, wie gesagt, ich will einfach diese Ecke mal fertig haben. Dann kann man das draußen rum so ein bisschen angleichen. Und ja, dann sieht es hier eigentlich schon mal ein bisschen netter aus als immer diese blöde Ecke. Ja, genau. Ja, die erste Dia-Hake lässt auf sich warten, also da müssten wir mal beim nächsten Mal, ja, übernächstes Mal, was weiß ich, in 3, 4 Folgen müssten wir einfach wirklich mal eine Höhlentour machen, damit wir mal unseren Vorrat an Eisen und sonstigen Sachen, Materialien mal erhöhen. Kohle brauchen wir und es wäre vielleicht gar nicht schlecht, mal so eine, ja, eine vernünftige Hacke zu haben. Wir haben jetzt 13 Minecraftliche XP-Level hier unten in der Leiste. Uns fehlen noch, naja, 17 Stück. Dann könnten wir eigentlich schon eine relativ gute Verzauberung an den Start kriegen. Deswegen, ne? Das werden wir dann auch so nach und nach alles mal abreißen. So.